Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir befinden uns hier vor dem mediterranen Restaurant und wir gehen jetzt zum Frühstück. Desinfektionsmittel vom Restaurant. Sollte man immer benutzen. Ist immer, ne? Vor dem Restaurant und auch nach dem Auffüllen am Buffet am besten, damit man die Finger sauber zum Essen hat. Das haben viele ja immer gar nicht so auf Verrechnung. Hygiene am Buffet und so. Die füllen sich auf mit den Löffeln. Ja, und was hat der vor mir gemacht, der sich mit dem Löffel aufgefüllt hat? Dann kleckern sie sich an die Hand oder an den Finger, dann wird das da abgelutscht vom Finger. Ui, eine freche Fliege. Das sind Sachen, was man immer wieder sieht. Ich bin auch ins Fernsehen. Und da denkt man meistens immer so gar nicht drüber nach, aber das ist dann, wenn sich die Krankheiten dann übertragen. Ne? Und gerade wenn dann Essen aufgefüllt wird, was sich mit der Hand, was mit der Hand gegessen wird, da sollte man schon desinfizieren nach dem Essen oder sogar auf Klo gehen und Hände waschen. Hier sind ja auch Toiletten und Seife. So, genug geredet? Wir zeigen euch jetzt, was es zu essen gibt. Genug gelabert, genau, auf zum Essen. Fangen wir mal an. Hier gibt es diverse Quarksorten. Quatsch, Joghurt. Oh, guck mal, die malt ein Herz in den Schnee. Das hast du aber schön gemacht. Schnee in Ägypten. Diverse Joghurtsorten. Leckere Datteln, die dürfen bei mir an keinem Tag hier fehlen im Urlaub. Irgendwie so ein Bananen-Milchbrei oder so. Keine Ahnung, nicht probiert. Bitter-Orange. Apfelsalat, Obstsalat, Orangen, die esse ich auch jeden Tag. Wackelpudding. Why not? Apfel. Und noch andere Joghurt, Mango oder irgend sowas. Leider steht es heute nicht dran, sonst normalerweise steht es immer dran. Obst. Für den gesünderen Teil der Hotelbesucher. Ja, direkt gegenüber vom Obst haben wir dann die Müsli-Corner. Ja, genau. Ich glaube, das spricht für sich. Diverse Müsli-Sorten, Toppings, Aprikosen, Rosinen, Zimt und Zucker. Ihr seht selber Erdnüsse, Kokosflocken, die nehme ich immer gerne dazu. Die sind super lecker. Pflaumen auch gerne. Haferflocken. Puderzucker. Und für die, die nicht Obst, Müsli oder irgendwas aus Schüssel essen, ist dann hier auch noch eine Wurst- und Käsetheke, um sich Brote zu belegen zum Beispiel. Was ist das, Mortadella? Ich hab's gar nicht probiert. So eine Art Schmierfrischkäse. Morgens essen wir eigentlich auch gar kein Brot mehr. Muss auch sagen, ich bin noch nicht so begeistert. Also diese Wurst und Käse hier in Ägypten. Ich hab's jetzt auch gar nicht probiert, aber aus Erfahrung von damals, es war halt nicht so super lecker. So. Naturjoghurt. Schmelzkäse oder sowas. Bisschen Salat, frische Limetten. Bisschen Gewürze, wer es noch ein bisschen schärfer haben möchte oder salziger. Und hinter der Wurst- und Käsetheke bzw. der Kühltheke seht ihr schon hier eine Auswahl an Marmeladen, an süßen Aufstrichen. Es gibt sogar Diätmarmelade in verschiedenen Sorten. Die habe ich probiert und die muss ich sagen, schmeckt sogar besser als die normale Marmelade in Ägypten, weil sie tatsächlich mehr nach Erdbeer schmeckt als diese fertig abgepackten oder im Glas. Also die Diätmarmelade im Glas ist besser als die abgepackte. Und dann gibt es ja noch Marmelade in so großen Gläsern. Hast du die auch probiert? Das ist die gleiche wie die abgepackte. Das hier soll die gesunde Ecke sein. Gewürzige Mortadella. Ich habe nicht genau verstanden, was hier gesund ist, außer vielleicht das Müsli. Und mit dem Müsli ist es ja auch so eine Frage. Getreide, ist das gesund, ja oder nein? Aber es gibt hier... Scheiden sich ja gerade die Geister. Es sind auch Bücher erschienen, die Weizenwampe und so. Hier in der gesunden Ecke gibt es zumindest noch Magermilch und fettfreien Joghurt. Ah, so schimpft sich das Ganze. Jetzt verstehe ich. 0% Fett hat der Joghurt. So, und für alle Englisch-Liebhaber, Englisch-Frühstück-Liebhaber oder warme Frühstück-Liebhaber, haben wir dann von der Kühl- und Aufschnitt-Theke rüber zum warmen Frühstücksbuffet. Da geht es dann los mit Hähnchen und Rinderwurst und Tomate mit Mozzarella. Tomate, Mozzarella, ja, Rinderwurst, das andere helle war die Hähnchenwurst. Da können wir euch nicht sagen, wie es schmeckt, weil wir haben es nicht probiert.
Aber allein der Anblick sieht für mich persönlich nicht so lecker aus. Kartoffelpüree. Jo, warum nicht? Eier. Was natürlich nie beim Frühstück-Film da ist, die Omelette-Station. Hier sind wir jetzt an der Omelette-Station. Könnt ihr euch die Zutaten für euer Omelette selber aussuchen und sagen, wie viele Eier ihr gerne haben möchtet. Auch hier wird mit dem Trend gegangen, vegetarisches Essen. Ja, Tor 1. Boom. Die Bohnen, also diese Töpfe kennt ihr ja nun vielleicht schon aus unseren anderen Videos. Das sieht nicht viel anders aus als abends. Vielleicht sind das die Reste von abends, ich weiß es nicht. Oriental Corner. Sehr fettig. Wer es vom Magen her ab kann, kann es ja mal probieren. Auberginen, Falafel, gegrillte Tomaten, Paprika. Das sind so eine Käsesticks. Ein bisschen würzig, fand ich ganz lecker. Grüner nicht so. Paprika gegrillt. Dann geht's hier weiter. Hier gibt's Toastbrot. Ein richtiges Brot. Frisch gebacken. Guck, da geht das gerade auf, das Brot. Guck mal an, wie schnell das aufgeht. Das war eben noch platt. Ja, ist natürlich toll mit so einem schönen Ofen, ja. Aber das ist jetzt wirklich nicht vorgespult oder so. Das geht in Echtzeit so auf, das Brot. Sieht echt toll aus. Und dann kann man hier sein frisch aufgebackenes Brot praktisch direkt aus dem Ofen auf den Teller. Geht weg wie geschnitten Brot. Und dann, was gibt's noch? Ja, frisch aufgebackene Croissants. Die gibt's hier auch. Geben die sich echt Mühe. Ja. Und hier noch eine Auswahl an Brot und Brötchen. Nicht zu vergleichen natürlich mit dem Brot oder dem Brötchen in Deutschland. Ja, die besten Brötchen gibt es zu Hause in Deutschland. Das ist nun mal so. Wir suchen scheinbar mittlerweile sogar Schwarzbrot ein bisschen nachzumachen. Brötchen, ja. Aber das sind nicht unsere Brötchen. Heidi hätte sich gefreut über so viele weiße Brötchen für die Großmutter. Und dann auch zum Morgen schon. Darf es was Süßes sein? Die süße Versuchung lauert auch hier. So, und wer der Meinung ist, im mediterranen Restaurant gibt es nichts zum Frühstück, der kann ja noch mal im Italienischen gucken, was es gibt. Und das zeigen wir euch jetzt. Hier zwischen den Restaurants kann man sich auch Getränke selber nehmen. Es gibt aber auch Tischbedienungen, kommt also ein Kellner und nimmt Bestellungen auf. Zusätzlich zu dem mediterranen italienischen Restaurant gibt es ja zum einen noch die Omelette-Station, die wir euch ganz zu Anfang gezeigt haben. Und hier gibt es auch noch eine Pancake-Station und Donuts werden hier gemacht. Frisch frittiert und angerichtet mit Nutella und... Oh, gar nichts drin. Hallo. Ist in Arbeit. Den haben wir aber. Naja, gut. Aber wie Pancakes und Pfannkuchen aussehen, wisst ihr ja sowieso. Das brauchen wir euch jetzt nicht groß zeigen. Aber dass ihr wisst, da gibt es auch noch mal frische Eierspeisen. So, und weil das Frühstück ähnlich ist wie im Mediterran oder allgemein die Frühstücke von der Auswahl her, filmen wir euch das nur einmal im Schnelldurchlauf ohne Brustgesappel. Genau, hier gleiche Müsli-Geschichte wie drüben. Seht ihr schon selber. Ganz ohne Gesappel geht es eben doch nicht. Natürlich Brot und so weiter. Marmelade. Salate. Genau, hier wieder diese vegetarische Geschichte. Die Würstchengeschichte. Die Kartoffelgeschichte. Pancakes, Pfannkuchen. Also es gibt alles doppelt und dreifach und man findet immer irgendwo was. Ah, fängst hier an in der Küche und dann verlängern wir unseren Urlaub ein bisschen. Ja, was hättest du denn gerne? Kann ich das absetzen? Es ist noch geschwitzt. Es ist ein bisschen eklig. Guck dann. Alles sehr nett. Gibt's noch ein paar andere Leckereien?
ein paar andere Sorten von der süßen versuche. Kuchen. Ja, auch natürlich Croissants, Toastbrot, Riesentoaster und die obligatorische Omelette-Station. Omelettes oder eben auch Spiegeleier. Oder gekochte Eier. Oder Tomaten. Oder. Oder. Oder Obst. Oder noch mehr Obst. Oder Quarkspeise. Ich sage immer Quark, das ist ja Joghurt. Ich erzähle Quark. Das sowieso. Dattelkuchen, Corinna. Pflaumenkuchen. Apfelkuchen. Und. Leute, schaut her, das ist das Frühstück, was ich mir ausgesucht habe. Ein Rührei mit diversen Beilagen. Toppings. Innen drinne, meine ich. Salat. Aubergine, Falafel und was das ist, das weiß ich noch nicht so genau. Lass mich überraschen. Corinna ist heute Morgen nicht so ganz zufrieden mit ihrem Rührei. Es hätte noch eine Minute länger gekonnt, wa? Lass doch noch mal rauflegen da. Ja, jetzt ist es gerade so voll da und dann tut man irgendwie unfreundlich. Leer. Nachschub holen. Jetzt geht's hier weiter mit dem Schmaus. Datteln. Auch für den Robi. Und eine kleine Joghurtspeise. Aua. Erdbeerjoghurt. Tut dir nicht weh, Maus? Ja. Zu Fuß gestoßen? Ja, ein bisschen. Alles leer. So. Genau, da ist noch die andere Bratstation, ne? Da kann man auch noch Rührei und so. Aber das zeigen, also, was habt ihr jetzt gesehen? Gesundheit, du Schönheit. Nach dem Frühstück gehen wir hier meistens immer die Treppe hoch, denn da oben ist die Columbus Bar und an der Columbus Bar, da gibt es richtigen Kaffee. Wie richtigen Kaffee? Ja, sonst gibt es hier immer nur Aufgusskaffee, Instant-Kaffee und das ist für zwei so überzeugte Kaffeetrinker wie uns beide. Instant-Kaffee, naja, ich sag mal, ist nicht so lecker. Und was mir allerdings ein Rätsel ist, hier drinnen, man ist ja hier drinnen, ist Rauchen erlaubt. Man muss also als Nichtraucher hier reingehen und muss Zigarettenrauch einatmen. Das verstehe ich nicht so ganz. Diverse Teesorten gibt es hier auch noch. Das ist ein bisschen schade aussieht. Tee und ein Espresso, bitte. Schokran. Ja, aber der Kaffee ist echt gut. Na, das ist wieder gefreut. Ich habe eben einen kleinen Jungen auch versucht, beim Rührei, als wir gewartet haben, beizubringen, dass jemand Danke sagt. Hat auch nochmal nachgefragt, hat sich gefreut, weil das weiß er mehr als sein Papa jetzt. Aber mal sehen, wie lange er das behalten hat. Naja, sehen werde ich es nicht mehr. Aber auch er hat sich gefreut. Letzter Tag. Jetzt sitzen wir hier mit unserem Talent. So, auch da. So Leute, das war das Video vom Frühstück. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht das wie immer. Drückt den Daumen nach oben. Wenn ihr uns jetzt erst zufällig entdeckt haben solltet, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, denn es kommen noch viele weitere Videos aus Ägypten von den Abenteuern, was wir hier so erlebt haben und was es hier so im Hotel so zu sehen gibt. Also, bis dann. Auf Wiedersehen.